Fragen? Und scharf wie ein Rindvieh, so fühlt sich Hans doch sonst nie. Einen schon beinahe obszön schönen guten Morgen wünsche ich euch. Es ist Freitag heute bei mir, kurz vor Weihnachten. Ich war gestern gerade nochmal auf Dreh. Heute ist so ein richtig gemütlicher Tag, den ich nutze, um die Akkus aufzuladen. Also nicht im übertragenen Sinne, sondern wirklich wortwörtlich, einfach um mal alle möglichen Akkus aufzuladen. Und ich dachte, deswegen nutzen wir die Gelegenheit, um mal eine ganz entspannte Runde auf ein paar eurer Fragen einzugehen. Dinge, die sich gehäuft haben und auf die ich vielleicht eine gute Antwort habe. Ich glaube, das passt ganz gut zur Stimmung, oder? Legen wir los. Als erstes eine Frage, die ich in ähnlicher Form häufiger kriege. Hier konkret ist der Ninja 5, also dieser Monitor von Atomos, für die Sigma FP empfehlenswert. Oder auch generell allgemein, ist der Ninja 5 immer noch empfehlenswert? Sekunde kurz. So. Den Ninja 5 habe ich mir vor etwas mehr als 4 Jahren gekauft, als ich mit YouTube angefangen habe. Einfach aus dem damaligen Grund, ich hatte eine A7 III, die hatte noch keinen Klappbildschirm und ich konnte mich nicht selbst sehen. Plus die A7 III hatte auch einen ziemlich stark komprimierten Codec, der hat bei mir im Schnitt geruckelt, auf den Möglichkeiten, die ich damals zur Verfügung hatte. Und hiermit konnte ich in ProRes aufzeichnen, was viel, viel schnittfreundlicher war. Würde ich diesen Monitor jetzt empfehlen, egal ob mit der Sigma FP oder mit irgendeiner anderen Kamera in 2023 oder bald 2024? Ich glaube, meine Antwort in vielen Fällen wäre nein. Und zwar nicht, weil es ein schlechter Monitor ist. Ich habe den gerade aus meiner FX6-Tasche geholt, also ich habe den einfach immer dabei. Das ist mein Standardmonitor, mit dem ich arbeite und er ist qualitativ gut, keine Frage, auch jetzt nach all den Jahren noch. Trotzdem glaube ich, dass viele den nicht brauchen oder es unnötig herausgeschmissenes Geld wäre, einfach aus diesem simplen Grund. Diese ganze Recording-Thematik, dass ich hiermit auch aufnehmen kann, die war damals relevant, aufgrund der schwächeren Codecs. Die ist heute nicht mehr so problematisch. Für keine FX6, für eine A7 S3 oder sonst was brauche ich keinen externen Codec. Ich nehme sie gerade mit der Lumix S5 2X auf. Die liefert auch interne 10-Bit in einem Intraframe-Codec, also auch sehr schnittfreundlich. Sprich, so dieser Bedarf, der mich konkret zu diesem Gerät geführt hat, der ist heute nicht mehr so vorhanden und um einen reinen Monitor zu haben, kommt man schlicht und einfach auch günstiger weg. Also wenn es ein Atomos sein soll, würde ich glaube ich, wenn ich den nicht hätte, heute eher zum Shinobi greifen. Den gibt es auch in 5 Zoll, gleiche Größe, gleiches Display übrigens auch. Also es ist quasi eigentlich das gleiche Gerät, nur ohne die Möglichkeit auf eine SSD aufzunehmen. ProRes RAW ist natürlich ein starkes Argument. Ich habe letztes Jahr mal ein Video darüber gemacht, warum ich die Bedeutung von ProRes RAW bei weitem nicht so hoch einschätze. Mittlerweile können alle meine Kameras, die ich hier habe, ProRes RAW aufnehmen und ich nutze es mit keiner einzigen. So. Also, muss nicht sein. Es gibt, finde ich, ich habe hier noch, was ist das, Andicine C6, so einen ganz billigen, gerade von Andicine, von Feelworld, das sind 2 Marken, von denen gibt es auch viele sehr günstige Monitore. Viele haben Belichtungstools wie Waveform, teilweise False Color, das ist voll in Ordnung. Ich würde denen jetzt wahrscheinlich keine Farbreferenztreue bescheinigen, ich nutze den, wenn ich hier YouTube filme, um mich selbst zu sehen, aber das ist bei der Aufnahme finde ich auch nicht ganz so entscheidend. Einfach um ein größeres Bild zu haben, sich selbst zu sehen und ein paar Belichtungstools zu haben, finde ich, kann man mittlerweile guten Gewissens auch zu Monitoren auf jeden Fall unterhalb von 200 Euro greifen und die werden ihren Zweck erfüllen. Anderes Thema, auch ein bisschen in eigener Sache. Ich werde ab und zu Sachen zum Thema SSD oder zum Thema Speicher gefragt. Und im Sommer hatte ich ja Videos rund um das Thema NAS von Synology gemacht und hatte, auch wenn es nicht Kern des Themas war, in einem Nebensatz erwähnt, dass ich dieses SanDisk Extreme Pro benutze. Und in meinem Dunstkreis, in meinem Freundeskreis nutzen viele Leute diese Platten. Und ich bin bisher auch problemlos zufrieden damit gewesen und sie funktionieren auch immer noch. Ich möchte aber, weil meine Videos ja auch immer so ein bisschen als Empfehlung verstanden werden, an dieser Stelle mittlerweile relativieren. Es gibt in diesem Jahr sehr viele gemeldete Probleme mit SanDisk Extreme Pro Platten und zwar mit exakt diesem Modell, was ich nutze, den 4TB Platten. Deswegen, auch wenn meine funktioniert und ich persönlich keine Erfahrung mit habe, gibt es so viele Meldungen von Leuten, die Datenverlust hat, weil diese Platten wohl mechanisch, also letztlich Konstruktionsfehler haben, die dazu führen können, dass sie komplett ausfallen. Deswegen habe ich die bei mir mittlerweile aus dem Verkehr gezogen, habe sie jetzt in meinem Fall durch Samsung T7 Shield ersetzt, soll aber keine Werbung sein, habe nichts damit zu tun, ihr könnt auch jeder andere nehmen. Das wollte ich nur mal gesagt haben, für alle Leute, die sich zum Thema Speicher interessieren. Ich weiß, man kann SSDs auch selbst zusammenbauen mit dem Gehäuse. Ich
benutze ganz gerne diese fertigen, weil wasserfest, stoßfest und so weiter. Aber meine, wenn auch nur indirekt ausgesprochene Empfehlung für die Extreme Pro will ich an der Stelle zurückziehen, falls ihr die vielleicht im Einsatz habt, empfindliche Kundendaten drauf speichert. Vorsicht, 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 die sind mittlerweile umstritten. Nächste Frage. Verdammt, wo kann ich Andio kaufen? Ja, das bin ich sehr, sehr häufig gefragt worden. Leider hat das Finanzamt aufgrund meiner dubiosen Praxis D-Mark-Preise aufzurufen, von der Sache Wind bekommen und das Ganze als unseriös eingestuften Laden dicht gemacht. Ihr habt also leider keine Möglichkeit mehr, Andio für, was war es, 7.000 € D-Mark käuflich zu erwerben. Und damit ist euch leider auch die letzte Chance entgangen, mich jemals singen zu hören. Wobei, ich habe heute in diesem Video sogar thematisch passend noch später was dazu. Ich werde eigentlich nicht singen. Wo wir es gerade davon haben, falls ihr mich vielleicht doch singen hören wollt, wobei ich euch das nicht empfehlen kann, kann ich ein bisschen uneigennützige Werbung in nicht eigener Sache aussprechen, denn mein lieber Kollege Hans, mit dem ich häufig unterwegs bin, hat mittlerweile angefangen, so ein bisschen aus Spaß heraus, eigene Vlogs zu erstellen, auf seinem YouTube-Kanal hochzuladen. Und da gibt es den einen oder anderen ziemlich ungeschönten Einblick hinter die Kulissen auch von Projekten, die wir zusammen gemacht haben. Wenn ihr euch also für den eher ungeschönten und authentischen Blick hinter die Kulissen interessiert und nicht für diesen glattgelutschten Mainstream-Quatsch wie bei mir auf dem Kanal, dann schaut doch mal bei ihm vorbei, lasst ihm ein bisschen Liebe da. Ich glaube, da wird er sich vor Weihnachten sehr darüber freuen. Nächste Frage. Wann kommt dein Da Vinci-Kurs? Ja, die Frage ist echt auch nur exemplarisch für viele weitere. Ich weiß, ich hatte Anfang des Jahres angekündigt, dass ich an einem Da Vinci-Kurs arbeite und das ist auch immer noch so. Das ist ungetrübt nach wie vor in Planung. Ich kann euch einen kurzen Einblick geben. Ich hatte eigentlich vor, einen Schnittkurs draus zu machen und dann habe ich gemerkt, dass so ein bisschen, wie so oft, es mir sehr schwer fällt, mich auf bestimmte Dinge festzulegen. Dann dachte ich, mache ich das noch ein bisschen. Ach, eigentlich müsste ich Fusion reinbringen, aber ich kann Fusion nicht gut genug, also muss ich Fusion auch noch besser lernen. Dann ist natürlich auch noch normale Arbeit. Bei mir ist immer so, dass meine Aufträge, meine Jobs am höchsten priorisieren. Danach kommen Ideen, die ich für YouTube, Social Media und sonst irgendwas habe. Und ich habe schlicht und einfach nicht so viel Zeit reingesteckt, wie ich es gerne gewollt hätte. Es ist immer noch in Arbeit und es wird kommen und ich hoffe, ohne es versprechen zu wollen, dass es im Frühjahr kommt und ich glaube, es wird auch schön. Mein Anspruch ist es, den besten Kurs-Content, den ihr dazu in deutscher Sprache finden könnt, abzuliefern, auch zu einem vernünftigen Preis. Ich will da kein überteuertes Premium-Produkt draus machen. Genau, von daher, ja, für alle, die das auch in Zukunft fragen wollen, it's done when it's done, aber es ist definitiv, es wird kommen. Nächste Frage. Welchen 10 Gigabit Ethernet Thunderbolt Adapter hast du? Das ist eine Freude für alle Leute, die kein TH aussprechen können. Thunderbolt Ethernet. Egal. Abermals im Sommer zu der Geschichte. Ich habe in diesem Jahr ein bisschen Zeit investiert, um bei mir im Büro mein Netzwerk, was jetzt nicht so groß ist, auf 10 Gigabit Ethernet umzustellen, sodass ich mit Internetanbindung und so weiter hier auch der Netzwerkgeschwindigkeit ordentlich direkt vor meiner NAS schneiden kann. Problematik ist natürlich, MacBook unterstützt kein Ethernet, also musste ich mir einen entsprechenden Adapter kaufen. Jetzt müssen wir hinter meinen Schreibtisch krabbeln, kann ein bisschen eng werden. Sekunde kurz. Problem ist, es gibt da gar nicht so viele Möglichkeiten und vor allem ist es meist auch noch relativ teuer. Ich nutze hier einen mittlerweile fest verschraubten Adapter von QNAP, also eigentlich der Konkurrenzfirma von Synology. Der kostet irgendwas über 200 € und ist ehrlich gesagt einfach der günstigste vernünftig aussehende Adapter, den ich gefunden habe. Dieser Adapter geht dann bei mir in ein Thunderbolt-Dock nochmal rein und dann in den Computer. Was auch dann immer wieder in dem Zusammenhang gefragt wurde, ist, warum ich mir nicht einfach so ein normales Thunderbolt-RAID zugelegt habe. Da gibt es ja viele, die haben dann schon einen Thunderbolt-Anschluss und dann muss ich nicht die Geschichte mit Netzwerk machen. Und es stimmt auch, mir ist es aber sehr wichtig, dass ich diese Online-Funktion habe, weil ich viel auch mal von außerhalb auf meinen Server zugreife. Und korrigiert mich bitte, wenn ihr da was wisst. Ich habe kein gescheites NAS-RAID gefunden, das einerseits die Möglichkeit hat, an Router angestöpselt zu werden und eine Web-Oberfläche mit Webzugriff und so weiter bietet und andererseits einen direkten Thunderbolt-Anschluss, um an den Computer angestöpselt zu werden. Also ohne, dass man quasi jetzt dieses 10 Gigabit Ethernet hier Netzwerk aufbauen muss. Wenn ihr da was habt, korrigiert mich bitte, postet gerne was in die Kommentare. Für mich war die Variante, wie ich es jetzt gemacht habe, also alles hier eben im Büro auf 10 Gigabit umzustellen, das nicht das günstigste, aber das vielleicht zukunftssicherste, auch mit Blick darauf, dass vielleicht in einem Jahr oder so mal ein Mitarbeiter hier sitzen könnte und dann ist es besser, wenn das gleich so alles Netzwerk ist und so. Also das ist der Weg, den ich jetzt gegangen bin.
Eben hatte ich ja noch erwähnt, dass es zum Thema Andio noch eine Kleinigkeit gibt. Ehrlich gesagt gibt es nicht zum Thema Andio eine Kleinigkeit, aber zum Thema Audio, worauf dieser Scherz ja basierte. Denn auch dieses Video ist von Audio gesponsert und in den vergangenen Sponsorings habe ich immer irgendeine abgedrehte Nummer abgeliefert, geschauspielert, gesungen, sonst irgendwas. Das mache ich heute nicht. Stattdessen möchte ich euch ganz konventionell was zeigen, denn es gibt eine interessante neue Funktion, die ihr so womöglich noch nie gesehen habt. Nämlich die sogenannte Link-Match-Funktion. Eine KI-basierte Suche, in die ihr Links von anderen Plattformen, beispielsweise von YouTube oder von Spotify, einfügen könnt. Irgendwelche Lieder, die euch gefallen. Und die Audio-KI sucht euch dann in ihrer eigenen Datenbank passende Songs. Und das ist tatsächlich ein super interessantes Feature, denn mit der Suche nach Songs verbringen viele, einschließlich mir, einfach ziemlich viel Zeit, erstmal so zu überlegen, okay, was habe ich vielleicht im Sinne, wie verbalisiere ich das? Also was sind die Stichworte, nach denen ich suchen könnte? Ich habe das mit verschiedensten Songs getestet, auch mit ungewöhnlicheren Songs, beispielsweise Angel von Massive Attack. Geiles Lied, by the way. Und das, was mir ausgespuckt wurde, ist wirklich tauglich. Enthalten ist die allerdings in Audio Pro, also dem normalen jährlichen Subscription-Modell, nicht in der Lifetime-Music-Lizenz, für die ihr übrigens nach wie vor mit dem Code Andreas300 einen ziemlich absurden Rabatt bekommen könnt. Wenn ihr euch also selbst vor Weihnachten noch was gönnen wollt, dann könnt ihr das auf diese Weise definitiv tun. Und wenn ihr die Link-Match-Funktion ausprobieren wollt, könnt ihr das ebenfalls zunächst kostenlos tun. Und danach habt ihr sie in Audio Pro, also dem jährlichen Subscription-Modell, enthalten, das sich auch empfehlen kann, sonst würde ich diese wiederkehrenden Sponsoring-Blöcke nicht machen. Nächste Frage, Slider oder Gimbal? Das ist witzigerweise auch eine Frage, die häufiger vorkommt, obwohl sie für mich eigentlich gar keinen direkten Bezug hat. Das sind zwei super unterschiedliche Werkzeuge. Ich kann euch aber kurz meine Gedanken dazu mitteilen, weil als ich angefangen habe, dieses ganze Corporate-Gedöns zu filmen, das war ungefähr Anfang 2016, war mein erstes unerlässliches Hilfsmittel, ein Slider, ein ganz billiger Tarion, irgendwas Slider oder sowas. Ich war mega fasziniert davon. Ich habe nur geslidert. Die ersten Gimbals waren zu der Zeit noch scheiße, deswegen war das noch kein Vergleich. Ein paar Jahre später, als dann gute Gimbals von DJI und so weiter kamen, habe ich mehr gegimbelt als geslidert und heutzutage nutze ich beides nicht übertrieben häufig, sondern bin wieder eher zur Handkamerahaltung übergegangen, weil so ein bisschen dieses leicht organische Handgehaltene jetzt gerade einfach aktuell meiner Ästhetik entspricht. Ich finde, ein Gimbal ist nach wie vor ein geiles Werkzeug. Ich finde aber, er wird häufig schlecht eingesetzt. Genauso wie auch Drohnen. Jeder hat sich so ein bisschen an diesen Drohnen-Look satt gesehen und ich finde es furchtbar, wenn ich irgendwie Drohnenflüge sehe, dann so. So dieses elektronische Hin und Her, das kennt ihr bestimmt, was man auch bei Gimbals häufig sieht. Weil ein Gimbal ist geil, aber viele Leute packen einen Gimbal auf die Kamera, also mit der Philosophie, okay, das hält mir einfach das Bild immer stabil und ich muss nichts weiter können, was irgendwie auch stimmt. Aber ästhetisch kann das ganz schön kacke aussehen. Ein Slider ist natürlich noch spezieller, denn er ist weniger flexibel, er ist auf dem Stativ drauf. Aber für alles, was präzise ist, würde ich immer einen Slider vorziehen. Ich sehe Leute, die fahren kleine Objekte mit einem Gimbal ab. Das ist total doof aus meiner Sicht, denn ein Gimbal wackelt immer so sehr, wie eure Hand halt als Ganzes wackelt. Ein Slider ist also auch für sehr feine, sehr präzise Aufnahmen geeignet. Produktaufnahmen würde ich immer mit einem Slider machen. Größere dynamische Shots würde ich immer mit einem Gimbal machen. Und das Allermeiste mache ich einfach aus der Hand. Also, es sind für mich eigentlich zwei Sachen, die man überhaupt nicht vergleichen kann. Deswegen wundere ich mich, dass sie so oft irgendwie in denselben Topf geworfen werden. Nächste Frage, welche Funk... Oh, jetzt kommen einige Fragen zum Thema Ton. Erste Frage dazu, welche Funkstrecke benutzt du? Ich habe auf diesem Kanal ja schon ein paar vorgestellt. Wir haben über Sachen von Rode, von Komiker und sonst irgendwas gesprochen. Jetzt muss ich mal gucken, ich bin ja immer so ein widerlicher Relativierer. Ne? Ich versuche ja immer bei allem irgendwie so die Pro und Cons zu finden. Viele dieser Funkstrecken im Bereich von 200 Euro oder sowas sind qualitativ, wenn man ein halbwegs gescheites Mikro dran stöpselt, vollkommen tauglich. Es gibt aber ein paar Sachen, die mich mit der Zeit ziemlich abgefuckt haben, weswegen ich das für mich selbst überhaupt nicht mehr benutze. Und das ist zum einen die Tatsache, dass egal wie viel Reichweite die mir Hersteller draufschreiben, meistens, sobald man sich mit Körper abwendet,
der Empfang auch schon nach 10 Metern anfängt zu stottern. Und das andere sind die verbauten Akkus, die mich gerne genau dann im Stich lassen, wenn ich sie eigentlich bräuchte. Deswegen habe ich mir Anfang des Jahres, es liegt gerade ausgepackt hier, weil es noch vom gestrigen Dreh im Regen trocknet, das Sony OWP27D27, ich blende euch den Namen ein, Set gekauft. Das ist eine Funkstrecke, die schon im ein bisschen teureren Preissegment liegt. Das ist immer Ansichtssache, was man dafür empfindet. Ich glaube, die kostet um die 1500 Euro, also ist wirklich kein Schnapper. Ich habe sie mir aus primär zwei Gründen gekauft, abgesehen davon, dass sie tatsächlich ganz gut klingt. Hat sie ganz schlichte Battery Packs und da kommen ganz normale Batterien rein. Das mag ein bisschen archaisch wirken, aber die sind halt einfach schnell ausgetauscht. Wenn sie irgendwie kaputt gehen, leer gehen, sonst was, kaufe ich halt einfach neue. Oder ich kann im Notfall irgendwo in die Tanke reinrennen, frische Batterien kaufen, da reinmachen. Das ist, wenn man das Zeug einfach braucht und keine Zeit hat, genau jetzt aufzuladen, was für mich wirklich, also über einen internen Akku ist ein austauschbares Pack mit ganz normalen Batterien für mich tatsächlich ein Vorteil. Und zum anderen gibt es hierfür so einen passenden Adapter, dass ich, wo ist die Kamera? Sekunde. Sodass ich auf all meinen Sony-Kameras das Ding einfach auf den Blitzschuh drauf machen kann. Der Ton wird darüber digital übertragen, ich brauche keine Kabel und das macht mir das Leben einfach leichter. Gerade an der FX6 bin ich manchmal in der Situation, 3-4 Personen verkabeln zu müssen. Dann kann ich das Ding drauf machen, habe immer noch meine 2 XLR-Ports frei und kriege somit zum Beispiel 4 Lavaliers an die Kamera. Das ist in meinen Situationen manchmal echt ganz hilfreich. Nächste Tonfrage ist dann auch ganz simpel, welches Mikrofon benutze ich meistens? Und da gibt es auch ein paar Empfehlungen, die ich eigentlich zu aussprechen kann. Das sind ganz unterschiedliche Sachen. Ich hatte sicherlich schon mal erwähnt, bei mir hier für YouTube-Videos ist das MKE600 von Sennheiser. Mag ich sehr gerne. Liegt preislich unter 300 Euro. Ein großer Vorteil, es hat eine Batterie drin und kann also auch an Kameras ohne Phantomspeisung genutzt werden. Jetzt zum Beispiel allen DSLMs, DSLRs. Klingt gut, bin sehr zufrieden damit. Sehr, sehr viele Leute nutzen das. Von daher, das ist wirklich eine sehr, sehr gängige Variante. Ansonsten habe ich mein Standardmikrofon eigentlich für alle Drehs, ist das NTG5. Von Rode, ein Mikrofon, was ich wirklich sehr, sehr mag. Das hat keine Batterie, das geht also nur mit Rekordern oder Kameras, die Phantomspeisung liefern. Es ist super leicht, ist leichter als eine Tafel Schokolade. Das macht sehr, sehr gut zum Angeln geeignet. Und ich mag die Klangqualität total gerne. Übrigens an der Stelle vielleicht auch eine Empfehlung ist, über die ich noch gar nicht gesprochen hatte. Oh, das war die Insta. Ist das hier, da sind wir wieder bei Komiker, das ist das VM30, das ist diesen Sommer erst rausgekommen und das fand ich deswegen spannend, das ist ein ganz normales Kondensator-Stabmikrofon, also ein Richtmikrofon, aber das meines Wissens nach erste mit einem integrierten Funksendemodul. Es gibt nämlich dazu passend einen kleinen Funkempfänger und ich kann dieses Mikrofon sowohl über USB-C beispielsweise an ein Handy anschließen und benutzen. Ich kann es an einen Computer anschließen, dann wird es wie ein normales USB-Mikrofon erkannt und kann genutzt werden. Ich kann es mit einem Klinkenanschluss wie ein normales klinkengebundenes Mikrofon nutzen, zum Beispiel einfach auf der Kamera drauf als Shotgun-Mikrofon. Oder ich kann es eben als so eine Reporterkeule oder als Funkangel nutzen und packe mir diesen Funkempfänger auf meine Kamera drauf. Und dafür, dass das ganze Ding im Set um die 200 Euro kostet, ein bisschen mehr als 200 Euro, finde ich, ist das eine hochinteressante Option. Selbst ohne diese Funklösung wäre das ehrlich gesagt klanglich die 200 Euro wahrscheinlich schon locker wert. Aber mit dieser Option, ich baue mal um, damit ihr es hört. Test, test, test. Das ist jetzt das Komica, das hat praktischerweise so die Möglichkeit zum Pegeln direkt über ein Rädchen hinten dran. Genau, und das ist jetzt das Mikrofon. Ich glaube, es ist ein bisschen heiß. Ich pegel es mal runter. Klingt so, ich finde, das ist also wirklich für das Geld, was es kostet. Was noch irgendwelche Features? Ich weiß gar nicht, warum ich da aber kein Video gemacht habe. Ich finde es auf jeden Fall echt eine gute Option und kann das, glaube ich, auch in der Preisklasse relativ guten Gewissens empfehlen. Und noch eine Frage, die schon diverse Male kam. Sollte man Ton intern in der Kamera oder besser extern aufzeichnen? Und braucht man 32-Bit Audio? Gute Frage. Moment.
Ich habe, wie wahrscheinlich so viele Leute, die jetzt nicht hauptberufliche Tonleute sind, einen Zoom F6 Audiorekorder und ich nutze den relativ selten. Das wusste ich aber auch schon, bevor ich ihn mir gekauft habe. Das ist also so gesehen in Ordnung. Meine Situation, meine Hauptkamera, wisst ihr, FX6, die hat eine kompetente Audioabteilung. Das heißt, solide Vorverstärker, XLR-Audio, Phantomspeisung und so weiter. Ich bin also selten in der Situation, dass ich rein aus qualitativen Gründen was anderes brauche. Und dann ist es oftmals bei meinen Projekten komfortabler, einfach direkt in die Kamera aufzunehmen. Gerade wenn man nicht immer einen extra Audiomenschen dabei hat, bei kleineren Projekten, 2 Leute, 3 Leute oder sowas, oder auch mal ich nur alleine, dann nehme ich einfach in die Kamera auf und mache mir das Leben leichter. Und ehrlich gesagt, würde ich dieses Vorgehen auch den meisten Leuten empfehlen. Also selbst die Vorverstärker in kleineren Kameras, ja, die sind tendenziell, rauschen die ein bisschen mehr. Aber ich glaube, dass das tatsächlich problematisch wird. Das sind Grenzbereiche, die werden Leute, die ihre Videos für sich selbst machen oder auf YouTube hochladen oder sonst wie, in den seltensten Fällen erreichen. Und da würde ich den Komfort, den Ton einfach direkt in irgendeiner Kamera aufzuzeichnen, immer vorziehen. Das heißt, einen externen Rekorder würde ich nur dann verwenden, wenn auch ein externer Tonmensch vorhanden ist. Wenn eine zweite Person, die das Ding dann um den Hals baumeln hält, hat, die sich selbst um den Ton kümmert, wenn die anwesend ist, dann macht es total Sinn, einen Audiorekorder zu nehmen, dass man unabhängig voneinander ist. Dann würde ich aber auch empfehlen, die volle Wegstrecke zu gehen und mit Timecode-Generatoren zu arbeiten, dass man das Ganze hinterher synken kann und so weiter. Sonst sucht ihr euch einen Wolf im Schnitt. In solchen Fällen würde ich auf einen externen Rekorder gehen. Klar, wenn ihr Kurzfilme dreht, kleine Spielfilme oder sowas. Qualitativ könntet ihr, glaube ich, auch bei solchen Projekten easy direkt den Ton in die Kamera aufnehmen. Aber meistens hat man ja dann eine Person, die ohnehin den Ton angelt, die vielleicht unabhängig von der Kamera steht. In solchen Situationen vollkommen okay, nehmt den Ton extern auf. Und das Thema 32-Bit-Audio hatte ich auch noch. Jeder hatte das schon. Vielleicht mache ich nächstes Jahr auch mal ein Video. Wollt ihr dazu ein Video sehen? Ich weiß nicht. Haben schon so viele Leute was dazu gesagt. Also das ist ein 32-Bit-Audio-Rekorder. Die allermeisten Kameras, diese hier, auch meine größeren, können 24-Bit-Audio aufzeichnen. Was ist der Vorteil? Klingt das besser? Nein. Nein, es ist kein Unterschied hörbar. Das schon mal vorweg. Also 32-Bit-Audio klingt nicht besser als 24-Bit-Audio. Es hat aber einen größeren Dynamikumfang. Und das ist sehr praktisch. Ich hatte den gestern auf dem Dreh dabei, ganz kleines Dokumentarfilmprojekt, nur 2 Leute. Und da haben wir den Ton hier auf den Zoom aufgezeichnet. Und der Vorteil ist halt, in so einer groben Umgebung, wo ich nicht ein einziges Mal auf den Tonpegel geachtet habe, es ist halt praktisch, einen Rekorder zu haben, bei dem ich es auch nicht muss. Denn bei 32-Bit-Audio habt ihr einen derartig großen Dynamikumfang, einen ans Unendliche grenzenden Dynamikumfang, dass ihr schlicht und einfach nicht pegeln müsst. Das ist der eine große Vorteil. Achtung, es gibt Leute, die sagen, die Aufnahmen können dann nicht übersteuern. Das stimmt nicht. Auch jedes Mikrofon hat einen gewissen Schalldruckpegel, den es verträgt. Das heißt, wenn ich jetzt zu laut in dieses Mikro brülle, dann, gut, das ist kein 32-Bit-Audio, aber dann ist ganz egal, was der eingestellte Pegel der Kamera ist, irgendwann fängt die Membran an zu flirren, dann ist der Ton im Arsch. Also auch bei solchen Rekordern könnt ihr euch den Ton zerstören. Ihr müsst aber nicht pegeln. Das führt so weit, dass es sogar Rekorder gibt, die haben gar keinen Gain-Schalter mehr. Die könnt ihr auch gar nicht pegeln. Also das ist der große Nutzen. Ich denke, dass perspektivisch 32-Bit-Audio auch mal irgendwann in Kameras Einzug halten wird, einfach weil es praktisch ist. Man kann auch kaputte, übersteuerte Signale zurückziehen, solange sie nur innerhalb des Recordings übersteuert wurden. Und es ist definitiv nice to have, ne? Ich hab's ja auch, also es ist nice, aber wenn ich's nicht hätte, ich bräuchte es nicht, weil man hört es nicht. Und wenn man es hat, ist es nett, aber man sollte ihm auch, glaube ich, nicht zu viel Bedeutung beimessen. Habe ich noch spannende Fragen? Ich glaube, das waren jetzt erstmal die wichtigsten. Es war mir irgendwie auch ganz wichtig, mal ein bisschen was zum Thema Ton zu sagen. Das kommt ja auch bei mir immer, bleibt ja gerne mal auf der Strecke. So gesehen, ja, lasst uns doch einen Haken dran machen. Ach ja, doch, eine Frage, die hatte ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber die kam häufig. Es ist ziemlich offensichtlich, es gab dieses Jahr keine Weihnachtsaktion. Es gab auch kein Advent-Event. Es war letztes Jahr einfach so viel. Ich hatte keine Weihnachtszeit. Ich habe mich echt übernommen mit dem Ding. Deswegen, ich hatte eigentlich vorgehabt, irgendwas Weihnachtliches zu machen. Im Endeffekt hat es dann nicht so ganz in den Kram gepasst. Ich wollte mich nicht ganz so sehr stressen. Ich würde diese Sache eigentlich gerne fortführen und ich habe auch Ideen und ich peile auch an, es vielleicht im nächsten Jahr wieder aufleben zu lassen. Allerdings ist das dann nichts, was ich alleine stemmen kann. Wird das dann, wenn irgendwie mit anderen Leuten zusammen machen wollen, um es wirklich größer zu machen, um vielleicht auch den karikativen Gedanken noch größer denken zu können. Insofern, das aber nur, weil die Frage kam, also
es ist jetzt Weihnachten, ja, es kam offensichtlich nichts und es war keine böse Absicht. War auch nicht, weil es mir letztes Jahr keinen Spaß gemacht hatte. Ich war stolz drauf, es durchgezogen zu haben. Aber es war halt einfach so viel und dieses Jahr hat es mir nicht in den Kram gepasst. So, insofern, ich wünsche euch frohe Weihnachten, schöne Festtage. Wir sehen uns ja, vielleicht in diesem Jahr nochmal und im nächsten Jahr hoffentlich wieder mit ein bisschen mehr Content, aber die Gründe habe ich euch ja erklärt. Es ist einfach auch immer viel außerhalb von YouTube zu tun. Aber was das Wichtigste ist, wir bleiben uns treu. Also ich würde mich freuen, wenn ihr diesem Kanal treu bleibt, wenn ihr auch, wenn ich euch auch nächstes Jahr als Gäste hier begrüßen darf und ich werde versuchen, euch spannende Themen zu bieten und würde mich freuen, wenn ihr dafür weiter am Ball bleibt. Insofern, lasst uns nicht so sentimental werden. Frohe Weihnachten. Macht's gut. Und ciao.